Mutter Erde, ich berühre dich mit meinem Dank, den ich dir übergeben möchte. Ich berühre dich mit meinen Händen, aus denen ich die Wertschätzung in dich fließen lasse. Ich danke dir für die Kostbarkeiten, für das Wunder, das du mir jeden Tag schenkst. Ich danke dir für die Offenheit, mit der du alles, was mich belastet, aufnimmst. Ich danke dir für die Zuversicht, die du mir entgegenbringst, wenn ich mit meinen Augen dein Wunderwerk betrachte. Ich berühre durch meine Stimme deinen Boden. Ich berühre mit meinem Klang deine Urkraft. Und ich bitte dich, deine Essenz in mir aufnehmen zu können, damit auch ich ein Teil von dir bin, damit dein Bewusstsein meines ergreift. Damit bin ich Hüter, Hüterin deines Wissens und Träger, Trägerin deines Seins. Mein Name ist Miriam Oberstaller. Ich wohne in der Nähe von Brixen, in Feldturns, in einem Dorf, in Südtirol mit meinen 4 Kindern und meinem Mann. Durch eine persönliche Krise bin ich zu einer Frau gekommen, die mittlerweile meine Lehrerin ist, und bin das erste Mal in den Kontakt mit der geistigen Welt gekommen und habe daher eine sehr große und wertvolle Unterstützung erfahren, die mich bis heute begleitet. Es war für mich wie ein Nachhausekommen. Und durch die Botschaften der geistigen Welt konnte ich einfach meine Krise besser verstehen und auch den Heilungsprozess beginnen. Da mich diese Arbeit von dieser Frau so sehr fasziniert hat, habe ich selbst eine Ausbildung begonnen und praktiziere jetzt seit 12 Jahren diese Arbeit. Das bedeutet, ich darf Botschaften aus der geistigen Welt weiterleiten. In Einzelsitzungen, in Gruppenveranstaltungen, in verschiedensten Seminaren und Ausbildungen. Die geistige Welt sind alle Wesen aus dem Universum, wie Erzengel, Engel, Naturwesen, Lichtgeschwister, Meisterwesen und viele weitere Wesen. Durch meine Arbeit und durch die Botschaften der geistigen Welt möchte ich Menschen an ihre Schöpferkraft erinnern, an ihre Fähigkeiten, an ihre Potenziale, an ihre Ganzheit und an ihre Vollkommenheit. Durch die Arbeit mit der geistigen Welt hat sich auch in meinem Leben sehr viel verändert. Ich habe sozusagen eine gewisse Ordnung in meinem Leben wieder entdeckt, die mich mutig, diesen Beruf auch in meiner ganzen Professionalität und in meinen Möglichkeiten ausüben lässt. Die geistige Welt schenkt uns sehr viele praktische Tipps, die sehr alltagspraktisch und sehr schöpferorientiert sind. Sie zeigt uns unendlich viele Möglichkeiten auf, wie wir sehr kreativ Dinge verändern können. Sie lehrt uns, wie wir auch über uns selbst immer mehr lachen können, wie wir humorvoll mit unseren Schwächen umgehen können, und sie erinnert uns, das Leben mit mehr Leichtigkeit zu genießen und unser Menschsein zu feiern. Seit diesem ersten Kontakt mit der geistigen Welt hat sich in meinem privaten Leben auch sehr viel verändert. Ich habe mich begonnen, mehr und mehr zu lieben, mich so anzunehmen in meinem Körper, mich so zu lieben, wie ich bin. Ich habe ganz viel Vertrauen in das Leben zurückgewonnen, das ich irgendwann im Laufe meines Lebens verloren habe, und eine große Sehnsucht nach einem Zuhause sich in mir immer wieder sichtbar machte. Und durch diesen Kontakt festigte ich auch wieder meine Wurzeln, meine Erdverbundenheit und begann, das Leben zu lieben und die Geschenke, die darin verpackt sind, wieder zu erkennen. Ich konnte früher auch nichts genießen. Und durch ihre Art
beziehungsweise durch das Wissen, das mir auch dadurch weitergegeben wurde und ich mir auch durch verschiedenste Bücher und Lehrer angeeignet habe, konnte ich den Zugang zu diesem Genießen und zu dieser Fülle wiederfinden und auch mir erlauben, dass ich ein Recht habe, auf dieser Welt zu sein und dass ich ein Recht habe, so zu sein, wie ich bin, mit all meinen Stärken und auch meinen Schwächen und vor allem mit all meinen Emotionen und meinen Gefühlen. Und durch den Blickwinkel der geistigen Welt relativiert sich sehr vieles. Es verliert sehr vieles an Bedeutung, was vielleicht früher ein großes Problem war. Und durch dieses Relativieren fand ich immer wieder zurück in diese Neutralität, die mir immer mehr die Freiheit schenkte. Und natürlich habe ich immer noch meine Themen und immer wieder neue Themen und bin Mensch, wie wir alle, in dieser Dualität, in dieser Polarität. In dieser neuen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist es mir wichtig, dass wir uns immer mehr darauf fokussieren, dass wir machtvoll sind, dass wir die Kraft haben, diese Erde zu einem lichtvollen Planeten zu gestalten. Ja, danke dem Universum und den Menschen, dass ich diese Arbeit machen kann. In Gruppen Channelings spricht die geistige Welt zur ganzen Gruppe. Und in einer ganzen Gruppe ist einfach die Energie nochmals anders und nochmal kraftvoller und kann auf eine andere Art und Weise auch im Kollektiven etwas bewirken. Und ein Abend verläuft so, dass ich mich verbinde, meinen Kanal aufbaue, mit der geistigen Welt in Kontakt gehe und ihre Botschaften durch mich fließen lasse. Und das Interessante darin ist, dass man das Gefühl hat, dass die geistige Welt eigentlich nur von mir spricht. Und das hat eigentlich jeder in der Gruppe. Denn ich bin überzeugt, dass wir durch jede Chance und jede Krise über uns hinauswachsen und dass wir darüber in unsere Größe zurückkehren. Und auch ein kleines Stück Frieden zurückbringen in diese Welt. Und vor allem Frieden in uns. In Einzelsitzungen bekommst du Botschaften aus der geistigen Welt zu deinem Wesen, zu deinen momentanen Lebenssituationen, Einblicke in deine Seele, Einblicke auch in deine Vergangenheit. Die Botschaften der geistigen Welt zeigen dir die Möglichkeit auf, wie du gewisse Dinge im Leben verändern kannst, wenn du das möchtest, wie du gewisse Fähigkeiten vertiefen kannst oder auch aktivieren kannst, wie du dich aus gewissen Situationen, Trennungen, Verstrickungen lösen kannst, wie du einfach zu deinem wahren Wesen erwachen kannst. Die geistige Welt zeigt dir Möglichkeiten auf. Sie schenkt dir ihre Blickweise auf dein Leben, auf deine Erfahrungen. Manchmal reist sie auch zurück in vorherige Leben oder in deine Kindheit, so wie es für dich in diesem Moment einfach am stimmigsten und am wichtigsten ist. Nach dieser Einleitung, nach diesen Botschaften darfst du Fragen stellen. Alles, was dich im Moment beschäftigt, alles, wofür du dich auch interessierst oder wo du einfach eine Unterstützung brauchst für Entscheidungen und für momentane Situationen. Alles wird auf CD aufgenommen, sodass du immer wieder reinhören kannst, auch mit ihr arbeiten darfst, wenn du möchtest. Du bekommst Rituale mit, du bekommst verschiedenste Techniken mit, Hinweise und Möglichkeiten. In einem Clearing liegt der Fokus darin, dass du sozusagen einen energetischen Grundputz bekommst, wo all deine Chakren, all deine Energiezentren, all deine transpersonalen Energiezentren, deine Körper durchgereinigt werden, damit du dich von alten Belastungen,
von alten Ängsten, Schockerlebnissen oder disharmonischen Situationen befreien kannst. Es gleicht einem sehr, sehr gründlichen Hausputz, wo wir alle Schubladen öffnen und alles das, was ein wenig verstaubt oder verkalkt ist, säubern, um die Reinheit und die Neutralität wiederherzustellen. Und in einem Heil-Channeling liegst du bequem auf der Liege. Der Unterschied zu einem Einzel-Channeling ist, dass einfach die geistige Welt an deinem Körper, an deinen Körpern wirkt, dass sie Disharmonien löst, dass sie die Ordnung wiederherstellt, dass du dich einfach entspannen darfst und dass über alle deine Körperschichten gewirkt wird. Und du keine Fragen stellst, die Fragen kannst du im Vorfeld stellen, wo sie mit einfließen werden in dieser Form der Behandlung. Symbole begleiten mich schon seit einigen Jahren. Sie haben für mich eine sehr freudvolle und lichte Energie, die mich in verschiedensten Lebenssituationen immer wieder unterschiedlich unterstützten. Und dieses Symbol ist das aktuellste Symbol. Es ist die Erinnerung an unser kosmisches Menschsein. Und kosmisches Menschsein bedeutet unser lichtes, reines, göttliches Wesen in dieser irdischen Form als Mensch zu leben. Das zu repräsentieren, was wir auf unserer Lebensreise immer wieder mitgenommen haben an Erfahrungen, an Werten. Und diese Zentriertheit, diese beiden Kreise stehen für dieses Zentriertsein. Wann immer wir zentriert sind, sind wir in unserer Mitte. Nichts von außen kann uns beeinflussen, irritieren, verunsichern. Wir sind mit unserer Wahrheit, unserem Herzen verbunden. Diese beiden Kreise symbolisieren auch die Vereinigung von unseren Körpern. Und wann immer unsere Körper, sei es der emotionale Körper, Mentalkörper, spirituelle Körper und physische Körper in der Verbindung sind und im Zentriertsein sind, sind wir wiederum mit unserem kosmischen Menschsein verbunden und auch mit unserer Seele und unserem hohen Selbst. Und unsere Seele, unser hohes Selbst, unser kosmisches Menschsein kennt unsere Wahrheit, es kennt unseren Weg und das, wofür wir bestimmt sind. Diese Wurzeln repräsentieren unsere Verbindung zur Erde, zu unseren Ahnen, zu unseren Ahninnen, zu Mutter Erde und der Fülle, die darin enthalten ist. Die Kraft des Ich Bins repräsentiert unsere Göttlichkeit, unsere Shekinah-Energie, unsere Ur-Schöpferkraft. Die Krone repräsentiert unsere kosmische Verbindung, unser Seelensein und stellt eine Verbindung von Himmel und Erde dar. Und die neue Zeit fühlt sich einfach geheilt an. Sie fühlt sich leicht an, schön an. Und wir sind verbunden mit allem, was ist. Und deshalb wünsche ich mir für mich und für alle Menschen dieser Erde, dass wir uns erinnern, wer wir sind, was wir sind und wie groß wir sind. Jeder Mensch ist ein Kanal und jeder Mensch hat die Fähigkeit, dieses zu erlernen. Und die geistige Welt freut sich über jeden einzelnen und neuen Kanal, der sich öffnet und sie durch ihn wirken können. Und es gibt so viele unterschiedliche Kanäle. Und viele Menschen wirken bereits als Kanal und es ist ihnen nicht bewusst. Jeder Mensch wirkt anders oder benutzt anders seinen Kanal in unterschiedlichsten kreativen Verbindungen, sei es als Heilkanal, sei es als kreativer Kanal, sei es als sehr stiller Kanal, der einfach über sein Sein wirkt, sei es als Botschafterkanal, als Sprechkanal. Es gibt so unterschiedliche Verbindungen und jeder ist so wichtig für diese Welt. Und deshalb wünsche ich mir, dass auch du dich erinnerst, dass du ein Kanal bist und dass du die Verbindung zur geistigen Welt und zu deiner Seele immer wieder in dein Bewusstsein bringst. Ich liebe es, kreativ zu sein. Ich liebe es zu dekorieren. Ich liebe es auch mit Symbolen zu wirken. Und ich liebe immer wieder neue Projekte und lass mich liebend gern immer wieder vom Neuen inspirieren. Mein aktuelles neues Projekt
und ein Geschenk an dich und an die Menschheit, ist dieses Infoblatt zur Zeitqualität, das alle 3 Monate erscheinen wird, wo ich die Zeitqualität channele, das bedeutet Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr, wo ich auch Fragen beantworte, wenn Menschen mir Fragen zuschicken, die allgemein sind, und wo ich meine Veranstaltungen, Seminare und Aktuelles mit drin stehen habe. Diese Zeitung ist kostenfrei, es ist ein Geschenk von der geistigen Welt und von mir an dich. Und du findest sie in verschiedensten Orten, wo ich sie aufliegen lasse. Du kannst mir auch gerne ein SMS oder ein E-Mail schreiben. Wenn es dich interessiert oder neugierig gemacht hat, freue ich mich, dir zu begegnen in einer Einzelsitzung oder in einer Abendveranstaltung oder in einem meiner Seminare. Kannst du mir gerne ein E-Mail schreiben oder dich mit mir persönlich in Verbindung setzen.